Meine Damen und Herren, in der heutigen Folge unserer kleinen Schachschule beschäftigen wir uns mit der Nimzowitsch-indischen Verteidigung, im Volksmund kurz Nimzo-indisch genannt. Diese entsteht nach den Zügen Bauer nach D4, Springer nach F6, Bauer nach C4, Bauer nach E6, Beispielspringer nach C3 und Schwarz entschließt sich hier nicht im Zentrum direkt gegenzuhalten, sondern den Zug Läufer nach B4 zu spielen, diesen Springer zu fesseln. Ihr erinnert euch ja vielleicht, in der letzten Folge hatten wir diese Stellung besprochen und den vielleicht kritischsten Versuch für Weiß hier mit C schlägt D, E schlägt D5 und Läufer nach G5, die Karlsbader Variante zu spielen. Dieses Damengambit-Abtausch ist aus schwarzer Sicht nicht jedermanns Sache. Daher hat ein Großteil der Weltelite tatsächlich als Repertoire, sich erstmal diesen Bauern flexibel hinten zu lassen, Springer F6 zu spielen und wenn Weiß den typischen Plan macht, Bauer nach C4, um dann den Springer hinzustellen und die Mitte zu besetzen, ohne dass D5 gleich das blocken würde. Jetzt Bauer nach E6 und auf Springer nach C3 eben das berühmte Nimzowitsch-Indisch. Nimzowitsch-Indisch. Läufer nach B4, während auf Springer nach F3 jetzt existiert Läufer nach B4 Schach immer noch, verliert aber in Kraft, weil es diesen Springer ja nicht fesselt. Und Weiß hat hier zwei vielversprechende Optionen in Läufer nach D2 und Springer nach D2. Das ist das sogenannte Bogoljubow-Indisch. Chat, das wird alles abgefragt in der Klausur. Nimzowitsch-Indisch, Bogoljubow-Indisch. Aber Bogoljubow-Indisch, ich gebe auf. Bogo-Indisch. Nie so populär gewesen wie Nimzowitsch. Deshalb spielt ein Großteil der Weltelite in dieser Stellung, wenn der Springer nach F3 zieht, jetzt Bauer nach D5. Ich habe in der letzten Folge erklärt, warum jetzt dieses C schlägt D ein bisschen an Kraft verloren hat. Bei dem Springer auf F3 und dem Springer noch nicht auf C3 kann Weiß nicht sofort Druck auf das schwarze Zentrum ausüben, sodass das hier recht problemfrei ist. Aber wenn der Springer nach C3 zieht, was ja irgendwie der logischere Zug ist, mit der Absicht E4 zu spielen, spielen Leute jetzt halt nicht den Bauern vor, sondern sie spielen Läufer nach B4. Diese Fesselung, das nennt sich Nimzowitsch-indisch. Seit Jahr und Tag, also ich glaube, gefühlt auf jeden Fall seit 100 Jahren, eine absolut etablierte Eröffnung, gegen die Weiß immer noch kein Patentrezept gefunden hat. Und wahrscheinlich, weil es keines gibt, ist ein guter Zug. Weiß hat mehrere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Aber erstmal Chat. Was soll das? Nimzowitsch-indisch. Dieser Springer ist gefesselt. Damit wird verhindert, dass Weiß das Zentrum gleich besetzt. Das ist ja die weiße Intention mit Bauer nach E4. Denn Schwarz könnte jetzt diesen Bauern schlagen. Die Frage ist natürlich, was Schwarz mit diesem Läufer vorhat. Möchte er diesen Springer schlagen oder möchte er das nicht unbedingt? Die Antwort ist wie so häufig, es kommt drauf an. Grundsätzlich kann man sagen, Schwarz möchte hier nicht schlagen, wenn Weiß ihn nicht dazu provoziert, indem dieser Läufer angegriffen wird. Aber sollte Weiß diesen Läufer angreifen, jetzt haben wir nicht wirklich eine Wahl. Wenn der Läufer attackiert wird, mit ihm zurückzuziehen, wäre ziemlicher Quatsch. Dann könnte Weiß einfach das Zentrum besetzen, wie er es eh vorhatte. Und Schwarz hätte nichts erreicht. Nur Bauer nach A3 provoziert. Was eher nützlich wäre für Weiß. Und die Fesselung aufrechtzuerhalten hier, Chat, wäre auch keine gute Idee. Warum das nicht? Wäre der Läufer weggefangen. Kommt Bauer nach B4, Läufer geht weg. Bauer nach C5 und Läufer weg. Das heißt, nach Bauer nach A3 hat Schwarz keine Wahl, würde hier schlagen. Und das ist auch schon eine sehr typische Stellung oder Struktur für diese Eröffnung. Weiß hat das Läuferpaar und das Potenzial, das Zentrum zu besetzen. Aber er handelt sich diese ewigen Doppelbauern ein.
die schwarz aufs Korn nehmen wird, insbesondere den Bauern auf C4. Und die Variante wird manchmal gespielt mit Weiß, es gilt aber als sehr riskant. Also die meisten Topspieler spielen selten so, weil es strategisch ein großes Zugeständnis ist, gleich sich diese Schwäche einzuhandeln. Trotzdem ist die Variante immer noch aktuell. Jörn van Foresta zum Beispiel, ich glaube in diesem Jahr in Weikernsee damit gegen Anish Giri gewonnen. Aber Bauer nach A3, trotzdem ein Zug, den man selten sieht. Ja, er wirkt ein bisschen primitiv, ne? Läufer geht raus und man sagt, ja, hier, ich investiere in Zug, damit du einfach schlägst. Was wäre jetzt ein typischer Plan für Schwarz? Wie sollte er seine Figuren mobilisieren und versuchen, diesen Bauern auf C4 aufs Korn zu nehmen? Habt ihr Ideen? Kaffeepech. Also, sorry. Chat sagt, Bauer nach C5, ja, absolut logischer Zug. Und Chat sagt auch, Bauer nach B6. Meine Stimme ist weg. Auch ein logischer Zug. Hier, Lifetime, Lifetime, der Streber sagt C5, B6, Springer C6, Springer A5, Läufer A6. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist der typische Ansatz. Schwarz möchte den Bauern hier stellen, aber nicht unbedingt, um den Läufer auf die Diagonale zu stellen. Weiß wird eh versuchen, das Zentrum irgendwie zu besetzen, sondern um den Läufer hierhin zu stellen, diesen Kollegen im Blick zu behalten. Also machen wir ein paar Züge, zum Beispiel Bauer nach E3, Bauer nach B6. Ich glaube, man fängt mit Springer nach C6 an. Springer nach C6, Läufer nach D3. Bauer nach B6, kurze Rochade und Läufer nach A6. Das ist der ganz typische Plan. Der Springer soll hier hingehen und mit Hilfe dieses Läufers den Bauern attackieren, der für Weiß nicht leicht zu verteidigen ist. Schwarz kann den Druck hier drauf noch verstärken, indem er Turm nach C8 spielt, wonach dann später noch eine weitere Figur den angreifen würde. Und der Kampf dreht sich normalerweise darum, ob hier der weiße Druck im Zentrum und potenzieller Angriff am Königsflügel stärker ist oder der schwarze Druck auf diesen Bauern. Also hier, ich könnte euch noch mehr Theorie erzählen. Aber für unsere Zwecke ist erstmal wichtig, dass ihr euch diesen Plan merkt. Normalerweise geht es nämlich so weiter, Weiß versucht zu fesseln. Jetzt merkwürdiger Zug. Springer geht zurück nach E8, um dieser Fesselung auszuweichen und bei Bedarf sogar noch von hier weiter Druck zu machen. Und dann setzt Schwarz mit seinen Ideen fort. Also hier geht es noch weiter, aber das sind aus weißer Sicht strategisch sehr, sehr gefährliche Stellungen. Ich würde euch mit Weiß nicht empfehlen, so zu spielen. Außer ihr seid rücksichtslose Angreifer, denen eine so eine Bauernschwäche nicht so wichtig ist wie Potenzial im Angriff. Aber es ist eine sehr verpflichtende Variante aus weißer Sicht. Mit Schwarz sollte man, wenn diese Struktur entsteht, meistens nicht Bauer nach D5 spielen. Einfach weil es Weiß die Chance gibt, seinen Doppelbauern hier loszuwerden, diese Schwäche. Und nach Tauschen, das ist auch eine typische Struktur, die aus verschiedenen Öffnungen entstehen kann. Aber steht Weiß gemeinhin ein bisschen besser. Zum Beispiel Rochade, Läufer nach D3, Bauer nach C5, Springer E2, Bauer nach B6, so. Läufer nach A6, das wäre eine ganz typische Stellung. Springer geht nach G3, Bauer geht nach F3 und Weiß versucht hier im Zentrum durchzubrechen. Das ist gefährlich für Schwarz. Wäre Gefahr, den Bauern auf C5 freiwillig zu nehmen, ein großer Fehler wäre. Großer Fehler würde ich nicht sagen, aber ja, bringt Weiß nicht so viel. Weiß hat diesen sehr, sehr hässlichen Trippelbauern und er wird den Bauern auf C5 nicht verteidigen können. Schwarz fängt jetzt gleich an, die anzugreifen. Dame raus, Springer raus. Dann schlägt Schwarz den Bauern oder welcher Bauer auch immer da übrig bleibt, sagen wir so, kein guter Zug. Aber you get the idea. Irgendwas und Schwarz steht schon bequemer, weil die Bauern einfach sehr, sehr hässlich sind. Also Bauer nach A3
In gewisser Weise der prinzipiellste Zug, weil er den Schwarzen zwingt, hier zu schlagen, aber nicht der Hauptzug. Was wird stattdessen häufiger gespielt? Ich würde sagen, heutzutage, es gibt so 3 bis 4 Hauptzüge in dieser Stellung. Dame nach C2 wird genannt, ja, die absolute Hauptvariante heutzutage, die sogenannte Capablanca-Variante. Die Idee ist recht simpel. Zum einen kann die Dame hier zurückschlagen, wenn hier geschlagen wird, sodass man diesen Doppelbauer nicht im Kauf nimmt. Zum anderen unterstützt die Dame eventuell auch den Vormarschbauer nach E4, behält dieses wichtige Zentrumsfeld im Blick. Also Dame nach C2, ich würde sagen, der populärste Zug da draußen heutzutage. Was sagt Chat noch? Bau nach E3, ja, auch ein absoluter Hauptzug. Sieht auf den ersten Blick nicht so gefährlich aus. Ist auch kein sehr direkter Zug, sperrt diesen Läufer ein. Aber Weiß sagt sie, ihr möchtet mir erstmal entwickeln. Der Läufer soll raus und der Springer raus, entweder hierhin oder hierhin. Und vielleicht langfristig wird sich zeigen, dass der Läufer hier gar nicht so toll ist. Und hier in solchen Strukturen ohne dieses Tempo, Bau nach A3, sollte Schwarz hier schon nicht mehr nehmen. Weil jetzt, auch wenn die Grundsituation sehr ähnlich ist, Weiß einfach zu schnell ist. Bau nach A3 ist ja kein Zug, der Weiß in irgendeiner Art und Weise hilft. Hier kommt der Lauf nach D3, Weiß besetzt schnell das Zentrum und die Lage ist gefährlich für Schwarz. Deshalb die Faustregel, die meistens gilt, nicht hier tauschen, außer der Läufer ist angegriffen. Wenn der Läufer angegriffen ist, dann meistens tauschen. Hier hat Schwarz stattdessen verschiedene Möglichkeiten. Der Hauptzug und der normale Zug ist die kurze Rochade. Behält sich alle Optionen offen. Und jetzt kann Weiß sich hinstellen, wie er möchte. Die Hauptvariante ist irgendwas wie Läufer raus. Schwarz versucht hier das Zentrum anzugreifen mit Bau nach C5. Könnte auch mit Bau nach D5 anfangen. Weiß den Springer raus. Schwarz stresst weiter im Zentrum. Also wir sehen schon, Schwarz ist mit seinen Bauern relativ flexibel und kann sich je nach Situation entscheiden, ob er hier im Zentrum gegenhält mit C5, D5 wie hier. Oder ob er die Bauern zurückhält, nur einen davon in die Mitte stellt. Es ist sehr situativ. Aber das hier ist die Hauptvariante, nur dass ich es einmal gesehen habe. Kurze Rochade. Jetzt hat Schwarz wieder mehrere Möglichkeiten. Aber was am meisten geschieht, ist hier zu schlagen, hier zu schlagen. Weiß jetzt, wenn er ambitioniert ist, schlägt mit den Bauern zurück. Handelt sich einen isolierten Bauern ein in der Mitte. Und Schwarz versucht dagegen zu spielen, meistens mit Bau nach B6, den Läufer hier rauszubringen. Mit grob ausgeglichenem Spiel, würde ich sagen, gilt als nicht sehr gefährlich für Schwarz, aber ist trotzdem eine Stellung, der man immer mal wieder begegnet. Also ihr müsst euch die Züge nicht merken, nur den Ansatz. Wenn Weiß nichts Direktes macht, hier E3, Läufer D3, dann hat Schwarz Zeit, erstmal zu rochieren und dann im Zentrum gegenzuhalten mit C5, D5, mit ungefähr ausgeglichenem Spiel. Es gibt auch die Idee, weil ich es im Chat gerade sehe, Springer nach E2 zu spielen, zu sagen, hier, ich würde gerne diesen Läufer vertreiben, aber dann mit dem Springer hier zurückschlagen. Und jetzt muss Schwarz opportunistisch sein und sagen, nee, wenn du hier so harmonisch dich hinstellen willst mit dem Springer zurückschlagen, dann gebe ich dir diesen Läufer nicht. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, das zu tun. Die Hauptvariante ist wahrscheinlich hier jetzt wieder Bau nach D5 zu spielen, zu sagen, na, Springer auf E2 steht vielleicht auch nicht so doll, versperrt deinem eigenen Läufer den Weg. Wenn du meinen Läufer jetzt angreifst, ziehe ich ihn zurück. Nach E7 oder auch nach D6. Wonach wir wieder eine komplizierte Partie kriegen, wo Schwarz aber keine Probleme hat. Gibt auch Alternativen. Man kann auch hier fancier Turm nach E8 spielen und dann ganz mit dem Läufer zurück. Aber auch nach D5 ist schon das normale Vorgehen. Das war Bauer nach E3. Im Schnelldurchlauf. Schwarz hat auch hier Alternativen. Er kann sofort C5 spielen, er kann B6 spielen. Dies, das, jenes. Aber Rochade ist zu Recht der beliebteste Zug. Er hält sich alle Optionen offen. So, bevor wir zu Dame nach C2 kommen, dem Hauptzug. Was waren andere Varianten? Ich habe ein paar im Chat hier noch gesehen. Springer nach F3 wurde gesagt. Ja, auch ganz normaler Zug. Entwickelt eine Figur. Und behält sich noch vor, ob hier als nächstes E3 gespielt wird, ob der Läufer vielleicht rauskommt oder ob die Dame doch noch hier hingehen soll. Springer F3, recht flexibler Zug. Was für einen Nachteil hat Springer nach F3
gegen dem zu Ende, so strategisch gesprochen. F3, E4 Plan geht nicht mehr. Ja, würde ich gelten lassen. Also es kämpft nicht wirklich um das Feld E4. Trotzdem, Figurenentwicklung ist nie verkehrt und Springer F3 auch zu Recht. Eine der Hauptvarianten nach wie vor in dieser Stellung. Schwarz kann hier alles Mögliche machen. Er könnte sogar gleich Bauer nach D5 spielen. Für die Theoriefüchse unter euch, wo wären wir jetzt auf einmal gelandet? Wie heißt diese Eröffnung? In der Ragosin-Variante, Queen's Gambit declined, lasse ich auch gelten. Aber speziell in der Ragosin-Variante, die kennen wir noch nicht. Deshalb gucken wir uns vielleicht ein andermal an. Die entsteht häufiger aus einer anderen Zugfolge. Nach Springer F3 hatte ich ja gesagt, hier ist Läufer B4 nicht so populär. Schwarz spielt Bauer nach D5. Beispiel jetzt Springer nach C3. Hier haben wir uns bisher ja, ich glaube, nur Läufer nach E7 angeguckt. Die ganz klassische Damengambit-Fortsetzung. Aber hier gibt es auch aktivere Züge, wie Läufer nach B4. Das ist die Ragosin-Variante. Sehr populär. Auf Top-Niveau haben wir gerade von Ding viel gesehen bei seinem Turnier in China, wo er, ich glaube, 9,5 aus 12 gemacht hat. Und die Gegner gegeneinander nur Remis gespielt haben. Trotzdem Ding sehr, sehr stark gespielt. Aber das nur am Rande. Schwarz ist hier in keinster Weise gezwungen, Bauer nach D5 zu spielen. Das ist ja das Gute an dem zu Indisch, dass Schwarz sehr flexibel ist mit seinen Bauern. Gibt eigentlich drei große Alternativen. Der Zug, den ich meistens spiele, wenn ich denn hier lande, ist einfach kurze Rochade. Behält sich wieder die Optionen offen hier mit D5, C5, B6, was man als nächstes macht, je nachdem, wie Weiß spielt. Und hier muss Weiß sich jetzt entscheiden, was er spielt. Wenn er Bauer nach E3 spielt, landen wir wieder in der Variante, die wir eben schon gesehen haben. Typischer Zug ist, den Springer zu fesseln. Jetzt, wo Schwarz rochiert hat, gewinnt diese Fesselung ein bisschen an Kraft. Warum ist die Fesselung stärker, nachdem Schwarz rochiert hat, als wenn man es sofort machen würde, so allgemein? Weil H6 dann mehr schwächt. Ja, H6 nicht so, aber ja. H6 und G5 ist nicht mehr so attraktiv. Weil das halt die Königsstellung geschwächt. Deshalb ist die Fesselung ein bisschen lästiger, wenn Schwarz schon kurz rochiert hat. H6 spielt meistens trotzdem, dass der Läufer sich entscheiden muss, wo er hingeht. Und hier die Theorievarianten beginnen jetzt mit Bauer nach C5. Schwarz versucht wieder gegen das Zentrum zu kämpfen. Mit, wie wir schon kennen, kompliziertem Spiel. Gibt hier sehr wilde Varianten. Müsst ihr euch nicht merken. Nur als Beispiel, wie schnell das hier eskalieren kann. Wenn Weiß zum Beispiel Turm nach C1 spielt, sagt, ich würde gerne diesen Springer ein bisschen verteidigen erstmal. C schlicht D, Springer schlicht D4, D5. Und auf einmal aus dem ruhigen Nimmzuinisch haben wir hier einen riesigen Clash im Zentrum schon. Das kann noch wirrer werden. Wie gesagt, müsst ihr euch nicht merken, nur um zu zeigen, wie schnell es hier chaotisch werden kann. Jetzt sagt Schwarz hier, ich schwäche sogar meinen König. Schlag hier mit der Dame. Nutzt diese Fesselung aus. Und möchte gerne diesen Bauern schlagen. Und das Brett steht in Flammen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich so weit zeige, weil es lustig ist. Sowas sind aktuelle Großmeisterpartien. Und Chaos. Weiß hat Figur weniger, aber der Läufer hängt. Läufer nach D6 liegt in der Luft. Ich verwehre euch nur. Ist okay für Schwarz, hier nach Bauer nach E5. nur um zu zeigen, wie schnell die Lage auf hohem Niveau eskalieren kann. Auch wenn die Figuren so friedlich erstmal entwickelt wurden. Kann hier ganz schnell gehen im Zentrum. Trotzdem, Rochade hat einen guten Ruf für Schwarz. Ein
Positioneller Zug, den ich immer sympathisch fand, ist hier Bauer nach B6 zu spielen. Zu sagen, hier, du hast Springer F3 gespielt, das heißt E4 wäre erstmal nichts mehr. Und ich versuche dieses Feld jetzt mit Figuren zu überdecken. Was ja am Anfang gleich auch so ein bisschen der Grundgedanke war von Nimm zu Indisch. Nicht das Zentrum gleich mit Bauern versuchen einzunehmen, sondern mit Figuren, um die wichtigen Zentrumsfelder zu kämpfen. Und in dieser Stellung Bauer nach B6 ist nach wie vor ein spielbarer Zug. Ich glaube, heutzutage ist kurz Rochade ein bisschen populärer, aber führt auch zu sehr, sehr komplizierten Stellungen. Schwarz möchte Läufer nach B7 spielen und sich mit den Bauern noch nicht festlegen. Auch hier gibt es haufenweise verschiedene Möglichkeiten. Schwarz kann jetzt fesseln. Weiß kann jetzt fesseln. Aber jetzt hat Schwarz die Möglichkeit zu diesem Konter, weil er halt noch nicht rochiert hat. So Geschichten wieder mit unglaublich komplizierten Stellungen, die aber vielleicht so strategischeren Spielern mehr liegen, die nicht gleich diese Action in der Mitte wollen, sondern sich mit den Bauern hier erstmal flexibel hinstellen wollen. Weiß hat auch andere Möglichkeiten nach Bauer nach B6. Aber Schwarz hat meistens vollwertiges Spiel. Wie üblich die Faustregel, nicht freiwillig hier tauschen, aber wenn der Läufer eingeladen wird, dann tauscht man. Letzte Option hier nur der Vollständigkeit halber, Bauer nach C5 sofort das Zentrum angreifen. Ist auch ein etablierter Zug. Vielleicht werdet ihr, wenn ihr keine Ahnung, so Kasparows, meine großen Vorkämpfer oder so gelesen habt, diese Stellung mal gesehen haben, war früher in den WM-Matches Kasparow gegen Karpow häufig Thema. Bauer nach C5, Beispiel jetzt Bauer nach G3. Relativ selten im Nimmzuinhalt, dass Weiß Bauer nach G3 spielt, aber in dieser Stellung nach Bauer nach C5 hatte es eine Existenzberechtigung. Möchte den Läufer 4 enkettieren und das Spiel wird, wie wir es kennen, kompliziert. Also Springer F3 hat nie so den Status als Hauptvariante erreicht. Ich vermute, weil Schwarz dagegen zu viele Möglichkeiten hat. Also D5 ist ein großer Komplex, dieser Ragusin. C5 ist ein großer Komplex. B6 interessant. Kurz Rochade ist interessant. Also es überlässt Schwarz die Wahl. Trotzdem, falsch kann es uns auch nie sein. Ein anderer Zug, der populär ist, ich habe ihn vorhin auch schon im Chat gelesen, ist Bauer nach F3 zu spielen. Ganz anderer Style. Springer nach F3 ist ja erstmal so Figuren rausziehen und gucken, was passiert. Bauer nach F3 hingegen sagt, ich würde gerne das Zentrum mit meinem Bauern besetzen und versucht die Figuren später rauszuziehen. Und Schwarz muss sich mal wieder entscheiden nach Bauer nach F3. Heutzutage ein sehr angesagter Zug. Gibt häufig Theorieduelle hier. Caruana und viele scharfe Weißspieler. Versuchen diesen Plan, gleich hier die Mitte zu besetzen. Hat natürlich Nachteile. Wir wissen, Bauer nach F3 schwächt den König. Und ist nix. Nix für Anfänger. Ups. Den Knopf da zu drücken, ist auch nichts für Anfänger. Sorry. Aber es ist ein populärer Zug. Was soll Schwarz tun? Auch hier gibt es wieder ja, zwei Hauptvarianten, würde ich sagen. Eine eher Nebenvariante. Rochade wird genannt. Ja, das ist eher die Nebenvariante. Auch hier wieder ein spielbarer Zug. Wendet sich eigentlich nicht direkt gegen den weißen Plan, die Mitte zu besetzen. Trotzdem, diese Steuerungen sind auch nicht klar. Nach Rochade jetzt hier gegenzuhalten, wird gleich sehr, sehr kompliziert. Aber ist riskant für Schwarz. Chat will Springer nach H5 spielen. Ein seltener Zug. Habe ich auch schon mal gesehen. Ist, glaube ich, aber nicht gut. Droht Dame nach H4 Schach. Und wenn dann der Bauer hier
dazwischen zieht, zu schlagen. Also wenn Weiß hier unbedarft jetzt Bauer nach E4 spielt, dann käme euer Trick. Dame H4, Bauer nach G3. Und Springer schlägt G3. Wir sehen wieder Bauer nach F3. Ist gefährlich. Aber Springer nach H5 ist ein bisschen zu durchsichtig. Erfahrene Weißspieler werden das hier zu parieren wissen. Was ist der beste Zug? Nur, wobei ich weiß nicht. Das könnt ihr eigentlich nicht. Anstelle von E4, sorry. Könnt ihr nicht wissen. Aber hier, Red Levin weiß es. Springer nach H3. Sieht auch wieder bescheuert aus. Pariert aber diese Drohung Dame nach H4 Schach. Jetzt würde Dame nach H4 nicht mehr viel bringen. Weiß könnte einfach G3 spielen. Und nach schlägt, schlägt, steht hier kein Turm mehr, den man schlagen kann, weil der Springer im Weg steht. Und Schwarz hätte mit Springer nach H5 nicht so viel erreicht. Es gibt Leute, die so spielen, glaube ich, jetzt Bauer nach F5. Aber objektiv ist das keine gute Variante. Auf nach G5. Und Weiß steht schon deutlich besser. Also Springer nach H5, bisschen zu direkt. Aber ich glaube, die Idee existiert manchmal in solchen Stellungen. Ganz am Anfang, Springer 2x10, Springer am Rand, braucht man schon starke Gründe für. Also die Hauptvarianten hier sind Bauer nach C5. Greift wieder das Zentrum an. Und Bauer nach D5 verhindert mechanischer, dass der Bauer hier in die Mitte kommt. Patrozart, vielen Dank für den Sub. Bauer nach C5, wie geht's hier weiter? Weiß hat ja eigentlich nur einen guten Zug. Er muss versuchen, das Zentrum geschlossen zu halten, um weiter Platz zu nehmen. Bauer nach D5 spielen, genau. Hier Bauer nach E4 wäre fatal. Dann würde ihm gleich die Mitte auseinanderfliegen. Und das Typische, wenn die Dame zu früh rausgeht, kommt der Springer, greift sie an. Keine Ahnung, Dame geht irgendwo hin. Und hier wäre Schwarz schon deutlich in der Vorhand. Hier würde man wieder alle Nachteile von Bauer nach F3 sehen. Bauer nach F3 ist ein strategischer Zug. Weiß möchte langfristig das Zentrum besetzen, aber dazu muss er erstmal mittelfristig hier versuchen, das Zentrum geschlossen zu halten und jetzt als nächstes den Bauer nach E4 bringen. Bauer nach D5, hier gibt es wieder viele wilde Varianten. Ich weiß gar nicht, ob es die beste Option ist, aber ein populärer Zug, den ich auch schon auf jeden Fall empfohlen habe, ich glaube ja, die stand nie auf dem Brett, also wenn dann nur im Blitzen, ist hier Bauer nach B5 zu spielen. Gleich zu versuchen, während Weiß sich entwickelt, die weiße Struktur aufzuweichen und das Spiel kann enorm chaotisch werden. Weiß sollte ja nicht schlagen, dann würde der Springer hier schlagen und das schöne weiße Zentrum hätte sich in Luft aufgelöst. Sondern Weiß sollte schnell sich weiterentwickeln, Bauer nach E4 spielen. Jetzt hier zu schlagen, würde gar nicht so viel bringen. Läufer würde zurückschlagen und Leben geht weiter. Ist ein bisschen Benoni-Style, aber eine sehr spezielle Version. Wenn ihr nicht wisst, was Benoni ist, ist nicht schlimm. Hatten wir noch nicht. Hier, die Hauptvarianten sind Bauer nach D6 oder Kurzrochade. Kurzrochade kann besonders wild werden. Jetzt hier eine Stellung, die man manchmal sieht. Ist nämlich sowas. Weiß besetzt das Zentrum mit allem, was er hat, aber vernachlässigt etwas seine Entwicklung. Und das Spiel wird wahnsinnig kompliziert. Haben wir unter anderem in vielen Mamedjarow-Partien gesehen. Objektiv wahrscheinlich am Ende des Tages wieder ungefähr ausgeglichen, aber völliges Chaos. Nix für Anfänger. Man sollte idealerweise erstmal die Figuren entwickeln und nicht weder mit Schwarz hier am Rand Stress machen, das Zentrum aufgeben, noch mit Weiß F3, E4, E5, F4 spielen. Häufig kann sich das rächen. Aber es ist eine sehr, sehr prinzipielle Variante, die zu völligem Chaos führt. Und Leute
die das Brett gerne brennen sehen wollen, können sie spielen. Schwarz muss das nicht machen, er kann hier auch D6 spielen, um Bauern nach E5 zu verhindern. Danach geht es etwas normaler weiter, weist sie den Läufer raus oder den Springer raus und das Spiel bleibt sehr, sehr komplex. Also Bauer nach C5, der prinzipiellste Zug in gewisser Art und Weise. Schwarz gibt das Zentrum auf, sagt aber, ich glaube nicht, dass du die Zeit hast, dieses Zentrum voll zu besetzen und versuche es zu attackieren. Wenn Schwarz aber einen Fuß im Zentrum drin haben will, kann er hier auch Bauer nach D5 spielen. All-in-Winner, vielen, vielen Dank für die 10 Subgifts. Das weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön, All-in-Winner. Vielen, vielen Dank und einen wunderschönen guten Abend. Bauer nach D5 anstelle von Bauer nach C5 ist ja häufig ein Zug, den man nicht so direkt mit Läufer nach B4 verbindet. Wobei, ich weiß gar nicht, das stimmt. In relativ vielen Varianten wird häufig D5 gespielt. Aber ich glaube, die Logik, weil man es viel nicht macht, ist halt, wenn Weiß jetzt hier angreift, den Läufer mit Bauer nach A3 schlägt, dann könnte Weiß seinen entstandenen Doppelbauern wieder auflösen. Und damit dann das Läuferpaar und das Zentrum haben und eine ganz gute Stellung. Buffalo Joe, danke für den Sub. Hier diesen Bauern zu schlagen, Chat, würde nicht viel bringen. Gib nur das Zentrum auf und kostet Zeit. Weiß holt sich den Bauern wieder oder macht sehr, sehr viel Druck mit Bauern E4. Eine typische Variante nur für die zu gierigen da draußen. Wir versuchen diesen Bauern zu verteidigen. Bauer nach B5. Was spielt Weiß? Keine Tricks, ich will nur zwei gute Züge hören. A4, ja. Schwarz spielt C6. Versucht das hier zu halten. Und nun? Läufer A3, genau, darauf wollte ich hinaus. Hier hat Weiß zwar einen Bauern weniger, aber man fühlt es nicht wirklich. Läufer A3 ist deshalb gemein, weil es die kurze Rochade verhindert und der schwarze König jetzt in der Mitte festhängt. Und Weiß hat das Zentrum, das Läuferpaar und hält den König in der Mitte fest. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation für Schwarz. Trotzdem muss man natürlich mit Weiß der Typ sein, der bereit ist, so einen Bauern zu opfern und so eine Stellung zu spielen. Aber ehrlich gesagt, die meisten sollten der Typ sein, so eine Steuerung mit Weiß spielen zu wollen. D-Schlicht C4 ist nicht der normale Zug. Schwarz versucht hier eher jetzt wieder schnell Stress zu machen. Das ist ein interessantes Phänomen. Ich weiß nicht, wenn ich kurz abschweifen darf. Aber wir haben ja den Läufer aufgegeben und damit hat Weiß das Läuferpaar gegen unseren Läufer und Springer. Und häufig wird gelehrt, dass wenn der Gegner das Läuferpaar hat, wie hier, Schwarz die Stellung geschlossen lassen sollte, also nicht zu viel Stress machen in der Mitte, die Stellung nicht zu sehr öffnen, weil das Läuferpaar sonst in offenen Stellungen zu stark ist. Aber meistens ist das Gegenteil die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann. Also stimmt schon, Läuferpaar in offenen Stellungen ist stark. Aber normalerweise musste Weiß ja ein Zugeständnis machen, um das Läuferpaar zu kriegen. Hier zum Beispiel Zeit investieren in Form von Bauer nach A3. Und Schwarz muss im Idealfall diese Zeit nutzen, die er gekriegt hat für das Läuferpaar, um irgendwie die Stellung, die Struktur zu seinem Vorteil zu verwandeln oder den Entwicklungsvorsprung zu nutzen, den er hat. Und wenn möglich, auch irgendwie gleich Felder für seine Springer zu schaffen. Deshalb in so einer Stellung, selbst wenn man gelernt hat, das Läuferpaar, ich soll die Stellung geschlossen halten, ist es häufig ein Fehler, die Stellung geschlossen zu halten. Also wenn Schwarz hier zum Beispiel ruhig spielt, Bauer nach C6, nur als Beispiel. Läufer nach D3, Rochade. Springer E2. Haben wir die Stellung geschlossen gehalten? Stehen aber schlechter. Jetzt hat Weiß nämlich keinen Preis bezahlt für sein Läuferpaar. Wird rochieren, E4 spielen und die Läufer werden später Druck machen.
Holla Bolal, vielen Dank für den Prime Sub. Caruso, grüße dich. Wir sind hier mitten in der Schachschule. Nimm zu Indisch, wichtiges Thema. Deshalb, ich weiß nicht, ob ich es verständlich erklärt habe, aber in einer Vielzahl der Fälle ist es so, dass wenn Schwarz das Läuferpaar aufgegeben hat, was ja im Nimzu in der häufig vorkommt, um hier zu schlagen, dass Schwarz dann relativ schnell sein sollte, irgendwie Gegenmaßnahmen einzuleiten, um halt den Entwicklungsvorsprung, den er dafür gekriegt hat, zu nutzen. Während, wenn man passiv spielt, versucht, die Stellung geschlossen zu halten, dann wird Weiß sich entwickeln und später die Stellung öffnen, wenn es ihm passt, und das Läuferpaar zu seinen Gunsten nutzen. Also es ist häufig so ein Phänomen, dass man beigebracht kriegt, gegen das Läuferpaar die Stellung geschlossen halten. Aber in der modernen Theorie ist es meistens andersrum tatsächlich. So, sorry, falls ich euch verwehrt habe, aber es ist ein, ich glaube, wichtiger Punkt, der häufig ein bisschen falsch kommuniziert wird. Was die Theorie angeht, hier, Schwarz versucht jetzt gleich Stress zu machen. Weiß hat ja die Figur noch nicht so weit draußen. Und die Stellungen werden sehr, sehr kompliziert. Weiß schlägt hier. Jetzt wieder sollte Schwarz so viel Action machen wie möglich. Und E schlägt D hält die Stellung wieder so ein bisschen geschlossen. Das hatte ich vorhin schon kurz erzählt, so eine ähnliche Stellung. Man weiß hier, schafft den Läufer rauszuziehen, den Springer rauszuziehen. Steht ein bisschen besser. Das heißt, hier besser mit dem Springer zu schlagen, wieder gleich Action zu machen. Den Bauern angreifen. Dame kann hier vielleicht von hier oder hier anfangen rumzustressen. Und das ist eine ziemlich relevante moderne Theoriestellung. Hier, Chat, wisst ihr, was der beste Zug ist? Ist nicht sehr intuitiv. Das ist manchmal das Problem, wenn wir versuchen, Schach logisch zu erklären. Manche Züge sind nicht so logisch. D schlägt C5 ist korrekt. Ist der beste Zug hier. Nicht weil unbedingt, weil es den Bauern schlägt. Aber weil andere Sachen nicht gut funktionieren. Sonst diesen Bauern zu decken, ist einfach sehr awkward. Also Dame nach D2 oder Dame nach D3 will man nicht. Läufer nach B2 gibt dem Springer dieses Feld. Das will man auch nicht. Läufer nach D2. Was passiert jetzt? Bauer weg in zwei Zügen. Ja, Behmer sagt, solange die Läufer noch auf C1 und F1 stehen und weiß keine Zeit hat, die rauszuholen, klingt Angriff nicht schlecht. Ja, also es ist halt häufig das Ding, dass das Läuferpaar ein bisschen Zeit gekostet hat und die Zeit muss man nutzen, um was zu machen. So, hier C schlägt D4 und Damenschach ist korrekt, das wollte ich hören. Zeigt mal wieder auch die Nachteile von F3 in der Baufeld. Nach D schlägt C5 bleibt das Spiel wahnsinnig komplex. Die Älteren, ich weiß nicht, ob ich mich erinnere, werden vielleicht eine Partie Kramnik mit Schwarz gegen Anand gesehen haben, von deren wir im Match, wo Kramnik hier F5 spielte, versucht das Feld zu kontrollieren. Die Hauptvariante ist Dame nach A5. Greife hier diese Bauern an. Aber hier, komischerweise, kann Weiß in so E4 spielen und für Schwarz funktioniert keiner der Schlagzüge so richtig gut. Wie Dame hier schlägt, geht der Läufer dazwischen. Springer ist angegriffen. Wenn der Springer hier schlägt, wird er gefesselt. Dame nach D2. Schwarz schlägt. Und jetzt, Chat. Wie gewinnt Weiß? Kleine Taktikaufgabe. Dame nach C2, ne, zu kompliziert. Läufer nach B2, Springer geht weg. Nu. Und Turm nach C1 ist korrekt. Der Spieß, damit kann ich weg, weil dann der Läufer geschlagen wird. Deshalb muss Schwarz hier mit dem Springer zurückziehen und danach, oder nach F6. Und danach geht es weiter. Aber wir sind schon zu weit in einer Währendstellung. Dieses Bauer nach F3, wie gesagt, nichts für Anfänger, führt zu vollkommen anderen Stellungen, so stilistisch als alles andere. Nimmt so inne. Objektiv, die Variante nach C5, D5, B5, soweit ich weiß, E4, jetzt D6 oder auch kurz auch gerade, sind okay für Schwarz.
Aber es führt halt echt zu großem Chaos. Das heißt, Leute, die mit Weiß sehr, sehr ambitioniert spielen wollen, versuchen sich häufig an diesem Zug. Ist auch sehr riskant. Weil Weiß nicht nur die Entwicklung zurückstellt, sondern die ja sogar erschwert, der Springer kann es nicht mehr hier. Das letzte soll ich noch sagen: Nachbau nach D5, Bau nach A3. Ist auch wieder eine der seltenen Situationen, wo es vertretbar ist, mit diesem Läufer zurückzuziehen. Hier Läufer nach E7 zurück. Ist auch eine viel diskutierte Variante. Weiß besetzt das Zentrum, aber Schwarz sagt jetzt hier: Du hast ihn ein bisschen geschwächt und versucht, das Zentrum anzugreifen. Entweder mit Bau nach C5 oder mit Schlagen. Bauer schlägt zurück. Und jetzt Bauer nach C5. Auch das ist eine ziemlich populäre Variante. Bauer nach D5. Hat zum Beispiel gesehen bei Caruana gegen Alexienko im letzten Kandidatenturnier. Sehr, sehr kompliziert. Also Bauer nach F3 für die Abenteuerlustigen unter euch ein spielbarer Zug. Die riskantesten Züge sind Bauer nach F3 und Bauer nach A3, die halt beide zu ein bisschen anderen Stellungen führen. E3 führt meistens zu etwas ruhigerem, strategischeren Spiel. Springer nach F3 kann alles passieren, ist ein Entwicklungszug, danach kann noch viel passieren. Es gibt noch den Zug Läufer nach D2, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Bisschen passiv, aber sehr solide. Sagt einfach hier: Ich möchte nicht, dass du mich fesselst, wenn du hier schlägst. Schlag mit dem Bauern zurück. Da besteht der Läufer hier nicht so doll auf D2. Und ja, Schwarz hat mehrere Möglichkeiten. Mach weiter wahrscheinlich Rochade, Bauer nach E3. Jetzt Bauer nach D5. Springer raus, Bauer nach B6 oder sowas. Mit relativ ruhigem Spiel. Weiß sorgt halt dafür, dass er nie diesen Doppelbauern kriegt. Aber stellt dafür den Läufer hier an. Scherz und Mittel. Huni, vielen Dank für den Sub. Na, Ero sagt, Efen statt C5 gab es auch in der Schlange. Ja, ist nicht mehr so populär. Aber gibt es auch. Sorry, ganz kurz zurück hier. Das war früher angesagt. Gilt jetzt aber als ein bisschen besser für Weiß. Also laufen nach D2. Für die ganz safen Spieler unter euch, wer hier auf keinen Fall diesen Doppelbauern haben will und auch keine Zeit verlieren will. Läufer nach D2, E3, Springer F3. Kann man machen. Wenn ich diese Schlange auf dem Brett habe, spiele ich meistens Dame nach C2. Das haben wir ganz am Anfang ja kurz erwähnt, als wahrscheinlich den Hauptzug, aber noch nicht groß behandelt. Ja, versucht auch den Doppelbauern zu verhindern. Wenn der Läufer jetzt hier schlagen würde, würde die Dame zurückschlagen und versucht, das Zentrum zu besetzen. Gleichzeitig in der idealen Welt noch diesen Läufer aktiver verwenden zu können. Hat aber den Nachteil, dass man früh mit der Dame rausgeht und dabei Zeit verlieren kann. Nicht nur der Zug Dame C2, sondern Weiß spielt häufig danach A3, Schwarz schlägt, die Dame schlägt zurück. Da muss die Dame zweimal ziehen. Dafür kriegt man den Läufer gegen den Springer und muss keinen Doppelbau nehmen. Aber wie so häufig ist nichts umsonst. Und Weiß muss früh mit der Dame raus, was nicht was für jeden ist. So, Schwarz hat hier drei Hauptmöglichkeiten, würde ich sagen. Welche wären das? Was sind logische Züge? Müsst ihr wissen. Ja, Rochade C5, D5 ist korrekt. Rochade eigentlich meistens, solange dieser Läufer nicht angegriffen wird. Eine Möglichkeit, wahrscheinlich zusammen mit D5 auch der verbreitetste Zug auf Top-Niveau. Schwarz behält sich noch alle Möglichkeiten offen, gibt aber auch Weiß mehrere Möglichkeiten. Für Weiß ja auch, Variante ist jetzt Bauer nach A3 zu spielen, diesen Läufer eigentlich zu zwingen, hier zu schlagen und dann mit der Dame zurückzuschlagen. Wenn der Läufer hier wegginge, käme wieder Bauer nach E4 und Schwarz hätte nicht viel erreicht. Weiß hätte sich zwar zu Dame C2 committed, aber damit C2 ist jetzt nicht so schädlich wie den Bauern auf F3 zu haben zum Beispiel und würde einfach das Zentrum kriegen. Das wäre sehr im weißen Sinne. Deshalb muss Schwarz hier schlagen und diesmal kriegt er für sein Läuferpaar halt keinen Doppelbauern, sondern nur die gewonnene Zeit. Und es greift wieder so ein bisschen die Regel, oder was heißt die Regel? Schach immer konkret, wir wissen. Aber was ich vorher versucht hatte zu erzählen: Schwarz hat nicht das Läuferpaar, also das klassische Denken wäre so ein bisschen, ihr Stellung geschlossen halten, ruhig spielen.
Das wäre zum Beispiel mit Bauer nach B6 möglich. Das ist die alte Variante. Bauer nach B6, Läufer nach B7. Und dann mal gucken. Und Bauer nach B6 ist auch nicht tot, ist absolut spielbar, aber bietet nach meinem Wissen weiß bessere Chancen auf Vorteil, als hier direkt dazu spielen. Zum Beispiel solche Geschichten. Und weiß versucht sich langsam zu entwickeln. Und dann später dem Läuferpaar einen Nutzen abzugewinnen. Für weiß zu entwickeln ist auch nicht so leicht. Häufig muss er sich ein bisschen sich verrenken. So Springer E2, Dame weg, Springer nach C3, Turm nach D1. Aber dadurch, dass die Stellung noch relativ geschlossen ist und diese Fesselung relativ lästig, ist es nicht unmöglich. Weiß hat ja auch Alternativen, kann Springer F3 spielen oder sogar wieder Bauer nach F3. Aber Läufer nach G5, das sind so die klassischen Hauptvarianten in den 80ern, 90ern, wenn Nimzow Indisch diskutiert wurde, stand häufig das auf dem Brett. Aber seit den 2000ern, unter Federführung von Vishy Anand, auch anderen, hat sich auch hier eher durchgesetzt, mit Schwarz zu versuchen, in der Mitte gleich Stress zu machen, mit Bauer nach D5. Das war wieder nicht die Idee, eine geschlossene Stellung zu spielen, da stünde Weiß wieder besser wegen des Läuferpaars, sondern tatsächlich die Stellung wieder zu öffnen, entweder mit einem schnellen C5 oder auch indem hier geschlagen wird, die Dame nochmal weiter durch die Gegend ziehen muss und dann diese Dame anzugreifen mit Bauer nach B6 und auf einer A6. Das ist eine der ganz großen Theoriestellungen auf Top-Niveau, die diskutiert wird. Also fast jedes Superturnier, was ihr euch angucken werdet, werdet ihr dieser Stellung in irgendeiner Art und Weise mal begegnen. Schwarzer Entwicklungsvorteil, Weiß hat dafür das Läuferpaar. Das ist die Debatte. Hier geht es weiter mit Springer raus oder Läufer raus. Beides legitime Züge. Das hier hatte ich schon gesagt, ist eine der komplizierten Stellungen. Weiß das Läuferpaar und das Zentrum, auch Vorteil im Zentrum. Schwarz versucht möglichst schnell ihn zu nerven. Läufer nach A6, Bauer nach C5 zu spielen oder Springer nach D7 und dann Bauer nach C5 um die Stellung zu öffnen. Spiel wird sehr, sehr kompliziert. Nach Läufer G5 kann Schwarz auch wieder schlagen. Zuletzt gibt es hier auch Versuche, noch direkter zu spielen, gleich einen Bauern zu opfern mit Bauer nach C5. Wieder das alte. Stress mal in der Mitte, bevor Weiß entwickelt ist. D schlägt C und Bauer nach D4. Auch das hier wird zuletzt diskutiert. Ich weiß nicht, ich zeige euch hier so viele konkrete Sachen. Ich weiß nicht, ob das so anfängerfreundlich ist. Und meine Idee bei dieser Serie war ja eigentlich, euch die Basics in Schacheröffnung beizubringen. Da weiß ich nicht, ob ich manchmal übers Ziel hinausschieße. Aber es wird halt schnell kompliziert. Ich versuche immer zu erklären, warum das so ist. Aber sorry, wenn ihr von den Stellungen verwirrt seid. Die Basics sind wie üblich. Figuren rausbringen und ums Zentrum kämpfen. Aber die Arten und Weisen, wie ums Zentrum gekämpft wird und dann die Abwägung, gebe ich das Läuferpaar, verliere dafür aber Zeit, nehme ich den Doppelbauern oder verliere lieber noch mehr Zeit, ignoriere ich das, sind halt immer sehr, sehr kompliziert. Nach kurzer Rochade, wie gesagt, jetzt Bauer nach A3, der Hauptzug. Läufer schlägt C3, Dame schlägt C3. Eine Alternative, die zuletzt häufig gespielt wird, ist hier auch gleich Bauer nach E4 zu spielen. Ist ja auch sehr logisch. Weiß strebt die ganze Zeit ja schon an, Bauer nach E4 das Zentrum zu besetzen. Und jetzt, da die Dame dieses Feld kontrolliert, ist es durchaus möglich, es zu machen. Aber auch hier gibt es jetzt wieder die Frage: Weiß hat ein bisschen Zeit verloren. Schwarz hat schon rochiert. Weiß hat dafür das Zentrum besetzt und Schwarz versucht hier jetzt gegenzuhalten mit Bauer nach D5. Wie geht das aus? Die Antwort ist relativ offen im Moment. Ist, glaube ich, auf Top-Niveau eher Weiß am Zuge, hier eine neue Idee zu zeigen. Die Stellungen werden wieder sehr schnell, sehr kompliziert. Beispiel Bauer nach E5. Der Springer kommt jetzt hier in der Mitte an. Schwarz möchte das weiße Zentrum sprengen, bevor Weiß voll entwickelt ist. Und ja, es wird chaotisch. Läufer nach D3, Bauer nach C5, Springer F3. Das wird im Moment diskutiert mit wieder sehr, sehr scharfer Stellung. Hauptstern, ja, sagt vor E5 fürchte ich mich immer, spiele sowas ungern. Ja, Schwarz hat Alternativen. Also das hier ist okay, aber hier, ja, wird sehr kompliziert, wie gesagt. Rochade ist der Hauptzug, der sich alle Möglichkeiten offen hält. Aber Schwarz kann nach Dame C2 auch andere Züge machen. Er kann hier sofort D5 spielen. Was ja auch nicht unlogisch ist. Weiß
Spiel diesen Zug, um E4 vorzubereiten. Schwarz sagt, nö, wenn du die Dame hingestellt hast, jetzt spiele ich Bauer nach D5. Und das Leben geht weiter. Führt zu sehr direktem Spiel. Was er jetzt zwei Möglichkeiten, zum Beispiel schlagen. Bauer schlägt zurück, läuft nach G5. Da haben wir wieder ein bisschen eine ähnliche Stellung wie in diesem Damengambit, aber mit dem Einschub von Lauf nach B4 und Dame nach C2, was die Lage ein bisschen ändert. Die stand gleich zum Beispiel letztes Bundesliga-Wochenende auf dem Brett gegen Herrn Babula. Ich stand ein bisschen besser mit Weiß aus der Eröffnung, aber es wurde Remis. Da ging es so weiter, ist aber bei weitem nicht die einzige Variante. Ist der typische Clash. Schwarz versucht die Stellung zu öffnen, Weiß versucht die Figuren rauszukriegen. Wenn Weiß Figuren rauskriegt, hat er vielleicht strategisch ein bisschen Vorteil. Aber es ist nicht leicht, die Sachen rauszukriegen. Deshalb diese Dame C2-Geschichten auch nicht wirklich was für Anfänger, weil man häufig halt sehr Zug für Zug spielen muss, erstmal in relativ direkten Situationen. Und es halt seine Zeit dauert, bis wir hier den Kram rausgeholt haben und kurz rochiert. Es sind objektiv sehr kritische Varianten und auch strategisch ein sehr gesunder Zug natürlich. Wir wollen einfach verhindern, dass wir einen Doppelborn kriegen. Aber weil es seine Zeit dauert, bis wir uns entwickelt haben, sind die Varianten auch nicht so ungefährlich für Weiß. Hier eine Variante, die ich immer lustig fand, nach C schlägt D5. Ein Chef von E schlägt D5 kann Schwarz auch mit der Dame zurückschlagen. Was ein bisschen primitiv aussieht, bringt die Dame zu früh raus und so weiter, wegen dieser Festelung. Heutzutage wird es meistens Bauer nach E3 gespielt, aber die schwarze Idee, die ich immer unterhaltsam fand, ist nach Springer nach F3. Was ist hier der schwarze Zug? Wahrscheinlich wissen das ein, zwei von euch. Aber wenn man es zum ersten Mal sieht, kein Zug, der einem so in den Sinn käme. Sagt nix. Dame nach E4 wird gesagt, fast richtig. Dame nach E4 weicht wahrscheinlich die weiße Dame aus. Die Dame hat hier nicht. Steht hier ein bisschen wackelig. Der Hauptzug ist tatsächlich der Zug Dame nach F5. Also auch wieder gegen alle Regeln. Man bringt die Dame früh raus und zieht sie jetzt ein zweites Mal. Das macht moderne Schachtheorie so schwer zu kapieren. Aber ich fand die Stellung mal lustig. Strategisch, wenn die Damen getauscht werden, zeigt sich jetzt Schwarz zwar diesen Doppelbauern, was man eigentlich nicht will, aber dass der Doppelbauer kompensiert wird dadurch, dass Schwarz sehr gut die Felder in der Mitte kontrolliert. Und Weiß hat sich hier tatsächlich schwer getan, diese Variante irgendwas zu beweisen. Also zeige ich nur, um euch weiter zu verwirren, wie viele Ausnahmen es von allen Regeln im Schach gibt. Dame schlägt D5 und dann Dame nach F5. Sieht völlig bescheuert aus. Aber ist nicht so schlecht. Damen tauschen ist gleich der kritische Zoll. Der kritische Zoll ist wegzugehen mit der Dame. Und jetzt Bauer nach C5 oder Springer nach C6. Und es bleibt kompliziert. Nach Dame nach C2 D5. Das war jetzt C schlägt D5. Und nach Schwarz entscheidet zwischen E schlägt D und Dame schlägt D5. Da war es auch wieder die Möglichkeit, A3 zu spielen. Kennen wir schon. Jetzt, wo die Dame den Springer verteidigt, greifen wir hier an. Läufer schlägt C3. Dame schlägt C3. Und hier ist der beste schwarze Zug. Wahrscheinlich wieder kurz Rochade. Die Stellung kennen wir schon. Und zwar aus kurz Rochade. Bauer nach A3. Läufer schlägt C3. Dame schlägt C3. D5. Habe ich schon gesagt, eine der großen komplizierten Stellungen heutzutage. Also ist es im Prinzip eine Abwägungsfrage. Wenn wir kurze Rochade spielen, erlauben wir die Variante mit Bauer nach E4.
Und mit Abstrichen ist nicht so gefährlich. Auch die Variante mit Springer nach F3. Und wenn wir Bauer nach D5 spielen, erlauben wir die Variante mit C schlicht D5. Und die meisten Topspieler treffen diese Abwägung für mich etwas merkwürdig zu Rochade, wo ich immer fand, dass dieser Komplex nach E4 und wie gesagt mit Abstrichen auf Springer F3 eigentlich schwieriger ist als der Komplex nach D5, C schlicht D, E schlicht D, wo, soweit ich weiß, für Schwarz alles in Ordnung ist. Deshalb war ich immer ein Freund von dem Zug D5 hier, wenn wir von Eröffnungstheoretisch sprechen. Aber eine Mehrheit der Top-Leute, also D5 wird nach V4 gespielt, bevorzugt Rochade. Der Chef von D5. Andere Möglichkeiten für Weiß gibt es nicht so richtig. Wenn er jetzt Springer F3 spielt, jetzt eine Situation, wo es gut ist, hier diesen Bauern zu schlagen. Weil Weiß sich schon auf Dame C2 committed hat und es nicht so leicht fährt, hier diesen Bauern zurückzuholen. Wenn Schwarz so, Weiß so spielt, kann Schwarz ihn jetzt decken. Und es passiert nichts Schlimmes. Also nach Dame C2, die beiden Hauptvarianten, Rochade und D5, führen zu komplizierten Stellungen. Wer etwas ruhigere Stellung haben möchte, kann hier die dritte Möglichkeit wählen, Bauer nach C5. Auch sehr logisch, wenn er wieder E4, greift das Zentrum von der Seite an. Und Weiß hat eigentlich nur einen guten Zug. Welcher wäre das? D5 funktioniert diesmal nicht, weil der Bauer nicht gedeckt ist. Schlägt und der Springer kann ich schlagen hier. Fesselung. In der anderen Variante war die Dame auf D1, hat das Feld verteidigt. Kann man nicht machen. Bauer nach A3 wird noch gesagt. Funktioniert hier auch nicht so gut, weil Schwarz jetzt einen kleinen Trick macht, nämlich Dame nach A5. Nutzt diese Fesselung und macht weiter Druck auf die weiße Stellung. Also funktioniert auch nicht so gut. Wenn jetzt laufen nach D2, C schlicht D4. Wäre schon doof. Und es droht auch wieder hier, unsere Bauern zu verdoppeln. Springer F3 wird noch genannt. Springer F3 kann machen, ist aber sehr harmlos. Wird hier geschlagen. Rochade und D5 steht Hammer auf C2 wieder nicht so gut. Also der beste Zug ist tatsächlich einfach wegzunehmen auf C5. Und auch eigentlich der einzige Zug, der auf Großmeisterniveau gespielt wird. D schlicht C5. Und jetzt hat Schwarz mehrere Möglichkeiten. Man kann ja diskutieren, ob schlauer ist, erst Rochade zu spielen oder einfach zurückzuschlagen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Aber hier wird das Spiel ein bisschen strategischer. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, was die sogenannte Igelstruktur ist. Das hier ist eine Variante, wo Schwarz manchmal versucht, sich einzuigeln. Ich zeige euch ein paar wirre Züge. Nicht hinterfragen. Das hier wäre eine typische Einigel-Situation. Das ist ein Aufbau, den viele, wenn sie mit Schwarz einmal gelernt haben, immer aus allen möglichen Situationen anstreben. Und hier ist eine davon. Wie gesagt, die Züge, die ich gezeigt habe, um da hinzukommen, sind ein bisschen kompliziert. Warum Dame B6 und so weiter und so fort. Aber Dame B6, um E3 zu provozieren. Seine Möglichkeit. Schwarz kann hier auch andere Sachen machen. Springer raus, weiß den Läufer irgendwo hin, hier hin oder hier hin. Kurze Rochade und dann versuchen mit D5 zu spielen oder mit B6. Aber das Spiel wird nach C5 ein bisschen strategischer. Wird nicht so häufig gespielt wie Rochade und D5, weil diese Stellungen im Ausgleichssinne schwieriger sind für Schwarz als die beiden anderen. Aber wer ein bisschen das Tempo rausnehmen will, der kann auch auf Dame nach C2, Bauer nach C5 spielen. Gibt ein paar andere Züge nach Dame C2 noch, die aber nicht so gefährlich sind. Springer nach C6, Springer nach F3 ist ein bisschen besser für Weiß. Bauer nach B6 kann man das Zentrum besetzen, funktioniert auch nicht so gut. Und so weiter und so fort. Also wie so häufig, die normalen Züge sind auch die Hauptzüge. Rochade, D5, C5. Jeweils mit komplizierter Situation. So. Nimmt so indisch. Ihr seht es vielleicht schon, Weiß hat keinen leichten Weg, irgendwie eine leicht bessere Stellung oder so zu kriegen. Deshalb ist heutzutage auf Top-Niveau Springer nach C3 auch ein bisschen weniger verbreitet als Springer nach F3. Und dann Bauer nach D5
Sprecher nach C3 oder Bauer nach G3, das sogenannte Katalanisch. Womit wir uns in folgenden Folgen noch beschäftigen werden, wir kennen ja bisher hier nur Läufer nach E7. Hier gibt es wieder auch Läufer nach B4, Bauer nach C6, Bauer nach C5, Sprecher nach D7, A6, D schlägt C4. Dies, das, jenes. Chat will der Vollständigkeit halber, dass ich hier noch andere Varianten erwähne. Okay, Chat. Es gibt auch den Zug Läufer nach G5, die sogenannte Leningrader Variante. Nicht besonders gut, legt den Läufer zu früh fest. Schwarz hat mehrere Möglichkeiten. Am besten hier wieder Bauer nach C5, Bauer nach D5. Und dann Bauer nach D6 steht dieser Läufer hier ein bisschen zu früh draußen. Also, wer manchmal gespielt, es gibt manche Leute, die sich darauf spezialisieren, aber es ist nicht so gut. Schwarz hat die Möglichkeit mit H6, G5 zu kontern, die Möglichkeit hier mit Dame A5 anzukommen. Der Läufer ist in manchen Varianten ein bisschen vulnerabel. Wird auf hohem Niveau sehr, sehr selten gespielt. Gibt auch den Zug Dame nach B3, der vielleicht auf den ersten Blick logischer aussieht als Dame nach C2. Möchte auch wieder mit der Dame hier zurückschlagen und greift gleichzeitig den Läufer an. Die Dame steht auf B3 einfach nicht besonders gut. Schwarz kontert jetzt mit C5, verteidigt den Läufer. Und die Dame auf C2 steht einfach besser, von wo aus sie E4 kontrolliert und nicht Angriffsziel werden kann für die schwarzen Figuren. Deshalb Dame nach B3, auch wenn es verlockend aussieht, auch kein besonders guter Zug. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt andere Züge, auch Bau nach G3 kann man bestimmt machen, aber wird auch selten gesehen. Also die Hauptvarianten haben wir schon gespielt. Aus weißer Sicht kommt sehr darauf an, wie man charakterlich so drauf ist. Wenn man einfach Schach spielen will, in Anführungszeichen, dann sollte man hier E3 spielen und dann die Figuren rausziehen. Da kann Schwarz nichts Gemeines machen, macht auch nicht maximal Druck. Wenn man ganz, ganz solide spielen will, sollte man Läufer D2 spielen. Und danach E3 und Sprenger F3 verhindert für immer, dass Schwarz hier schlägt und einen Doppelbauern verpasst. Wenn man dynamisch spielen will, aber ohne strategische Schwächen, also ohne diesen Doppelbauern, dann spielt man Dame nach C2, die Capablanca-Variante. Sprenger F3 ist ähnlich, behält sich alle Optionen offen, gibt Schwarz aber auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn man super aggressiv spielen will, spielt man Bauer nach F3. Oder auch Bauer nach A3. Die sind ein bisschen verwandt miteinander, die Züge. Versucht gleich, das Zentrum zu besetzen. Ist aber bereit, sich hier Bauernschwächen einzuhandeln. Mit Schwarz, ihr habt gesehen, Schwarz hat eigentlich an fast jeder Stelle mehrere Optionen. Nehmt zynisch, ist eine sehr gesunde Eröffnung. Ich verstehe es natürlich, wenn man sagt am Anfang, ich habe keine Lust hier 17 verschiedene Bauernstrukturen zu spielen. Und ich möchte eigentlich gegen alles erstmal D5, Sprenger F6, E6 haben, einen Fuß im Zentrum. Würde ich vielleicht sogar auch zu raten, aber nimm zu Inish ist eine sehr, sehr gute Eröffnung, die auf allen Levels gut spielbar ist und hat auch den Vorteil, dass man sie ohne zu viel Theorie-Detailwissen spielen kann. Ich habe ja eben ein paar Sachen gezeigt, wo es schnell scharf werden kann, aber grundsätzlich kann man es mit einigermaßen Common Sense gut spielen. Wir wollen als nächstes rochieren und dann mal gucken, was wir mit unseren Bauern machen. Wenn ein Läufer angegriffen wird, tauschen wir ihn hier im Gegenzug für Zeit und ja, die Variante werden nie aussterben, ist kein Zufall, dass heutzutage Sprenger F3, womit wir uns in den nächsten 10 Folgen wahrscheinlich noch beschäftigen werden, bisschen populärer ist als Sprenger nach C3. Lange Rede, nimmst du in eine gute Eröffnung, gibt haufenweise weiterführendes Material, wenn es euch interessiert. Diverse Kurse da draußen, dies, das, jenes. So, das war die Schachschule für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für den Support hier für die Subs Gaunerfahrrad47 und Ferocity. Dankeschön, wenn euch die Schachschule, wenn sie Wert hat für euch, dann unterstützt gerne hier meinen kleinen Twitch-Kanal. Zum Beispiel mit einem Sub, wenn ihr Amazon Prime habt. Könnt ihr jetzt mit einem Twitch verknüpfen und sogar mehr kostenfrei reinsammeln. Auch sonst freue ich mich natürlich über jede Art von Support hier, wie von All-in-Winner, der jetzt 10 Subgifts rausgehauen hat. Danke dafür.